Ja, ihr seht, ich schlage mich durch Wald und Dickicht zu einem ehemaligen DDR-Kino. Verlassen. Und zwar da. Ist nicht dein Ernst. Hier soll sich noch ein DDR-Kino drin befinden. FDJ. Go. Stab. FDJ-Auftrag, Parteitag der SED. Oha, oha! Heftig. Geil, oder? 11. Februar 1974. Unfassbar, Freunde. Oh. Das ist so heftig, Freunde. Das kannst du dir nicht vorstellen. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem Kanal. Mal gucken, ob ich einen Speicherplatz habe. Müsste noch reichen. Ja, ihr seht, ich schlage mich durch Wald und Dickicht zu einem ehemaligen DDR-Kino. Verlassen. Und zwar da. Ich muss jetzt nur noch einen Eingang finden. Immer am Zaun lang, bis das Loch kommt. Aber bis jetzt war noch kein Loch. Aber hier ist ein richtiger Urbex-Trampelfahrt. Tür ist auch schon offen, sehe ich. Also wir kommen definitiv rein. Machen wir es kurz. Oh. Ach, kommt einfach mal mit. So, schön Striemen am Gesicht. Und aber was ihr mir immer nicht glaubt, oder was viele einem immer nicht glauben, immer am Zaun lang, bis das Loch kommt. Aber ich kenne mich. Ich stelle mich bestimmt wieder düsig an hier. Ich bleibe bestimmt wieder hängen. Den Rucksack bestimmt wieder. Wir filmen das Ganze mal. Oder ich fliege auf die Fresse. Nee. Jürgen, was ist passiert? Sollte etwa Besserung in Sicht sein? So. Hausfriedensbruch übrigens. Ne? Für alle Schlaumeier da draußen. Kleiner Spaß am Rande. Oha. Ja, was war denn das hier? Alter Schwede. Wir verschaffen uns mal einen Überblick. Hier führt eine Art Straße lang, ein Weg, also es war mal eine Straße sicherlich, oder eine Zufahrt. Ah, hier war eine Gaststätte. Kann man dort lesen. Berliner Kindl, die ist schon entkernt. Und hier muss sich irgendwo das DDR-Kino befinden. Und sogar noch mit einem Highlight drin. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät. Gaststätte. Bin ich hier verkehrt? Kaffee? Ich bin hier total verkehrt, oder was? Hier soll ein Kino sein? Ich bin gespannt. Das sieht schon sehr zerrockt aus, muss ich sagen. Aber manchmal hat man einfach auch Glück. So wie hier. Guck mal. Also komfortabler geht's ja nicht, ne? Aber wie ich mich kenne, bricht bei mir der Stuhl zusammen oder der Tisch. Nö. Ach ja, auch noch, sag mal. Erwartet man mich schon oder was? Besser geht's ja nicht. Oh. Okay, ich bin gespannt. Nicht dein Ernst. Hier soll sich noch ein DDR-Kino drin befinden. Alter Verwalter. Muss mal. Taschenlampe, Kamera. Boah, das Ding ist ja richtig runtergerockt. Hm? Ja, also wenn man mich hier erwischt, dann ist es so. Hier soll auch wirklich noch ein Kino drin sein. Ich bin echt gespannt. Richtig abgeranzte Bude bis jetzt.
Aber warum nicht? Warum hast du Toilettenpapier? Oh, Alter. Hier ist ja richtig Vandalismus gewesen. Was heißt gewesen? Ist Vandalismus. Ich bin echt gespannt, ob ich hier das Kino finde. Ah, das ist auch mal sehr schön, ne? FDJ. Go. Stab. FDJ-Auftrag. Parteitag der SED. Ja, das ist doch mal geil. Wir stärken unseren einheitlichen sozialistischen Jugendverband und festigen unsere Grundorganisationen und Gruppen als Kampfgemeinschaft der FDJ. Jawohl, verstanden. Also, gestärkt gehen wir jetzt das Kino suchen. Oh, Alter, hier ist alles zerrockt. Also, ich weiß nicht, ob ich jemals mal schon so einen schlimmen Platz hatte. Hier ist eine Trennwand. Die kann man öffnen. Weil das ist eine Falltür. Also eine Falttür. Nicht eine Falltür, sondern eine Falttür. Ach so. Hier ist direkt die Straße nebenan. Hier soll ein Kino sein, Freunde. Okay, es sieht aus nach einem Tresen, aber hier war eine Bar. Fanta, huch, bestimmt auch Fanta. Tatsache! Die Dosen, wie lange gibt es die schon nicht mehr, ne? Toll, ey. Hier ist aber alles kurz und klein. Oh, das ist aber ein großer. Oh, das liebe ich ja schon. Oh, dahin geht es ja noch weiter. Das liebe ich ja schon wieder. Das liebe ich ja schon wieder. Lost Place, Lost Place. Ja, je weiter wir von. Oh, die Spiegelung, ne? Da hinten. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf Kamera. Krass. Je weiter man von zu Hause wegfährt, umso mehr Plätze hat man. Aber so umso mehr Plätze sind auch abgerockt. Oh Gott, hier ist aber gefährlich. Hier sind mir Tropfen entgegenkommen. Oh, was ist das denn, Alter? Das ist ja mal geil. Eieieiei. Oha, oha. Heftig. Das ist das Kino. Ich bin schon fündig geworden. Hat man sicherlich nicht nur als Kino genutzt, weil da oben werden die Projektoren drin stehen. Genau da oben. Oh. Krieg ich das so eingefangen? Den Riesenraum? Das ist ja mal geil, ey. Guck mal, da oben hat man sich das schon gemütlich gemacht. Da. Ach, da guck mal, da ist auch der direkte Eingang. Seht ihr? Das war nicht nur ein Kino, schätze ich, das hat man auch als Bühne genutzt. Junge. Hat man hier gewütet. Krass. Guck mal, das hier. Hier machen wir mal die Tür auf. Aha. Na gut, ich glaube, da muss ich nicht mit euch rein. Kommt man denn hier gar nicht hoch? Doch. Oh. Hier liegt noch das Originalparkett drin. Das knackt auch noch so schön. Das erinnert mich immer an unsere Turnhalle früher vom Sport. Was passiert, wenn ich hier drücke? Nix. So, Freunde. Ich stehe auf den Brettern. Guckt mal hier. Ah, das konnte man runterlassen hier. Mit einer Kurbel. Übrigens, ich wollte den Satz noch vollenden. Ich stehe auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ja, da oben, da schon. Da scheinen noch Projektoren drin zu sein. Das ist ja mal cool. Aber jetzt erstmal hierzu. Wir haben bestimmt schon 30 andere versucht zu kurbeln. Ja, hier kam richtig so eine Leinwand runter. Das war die Leinwand. Aha.
Ja, wenn Philipp jetzt mit wäre, der würde natürlich schon wieder kurbeln. Krass, oder? Das ist doch schon richtig lange verlassen. Komm, bevor wir da die Projektoren, gehen wir erstmal alles andere ab. Also, so zwinge ich euch wenigstens bis zum Schluss dran zu bleiben. Oh, Alter, wie lange soll der Film gehen hier? Habt ihr einer normal oder was? Gut. Ein großer. Ja, die haben auch hier. Hier ist auch alles zerkloppt, Alter. Aber hier ist Herrentoilette. Das sieht ja mal gruselig aus, oder? Das ist geil. Das liebe ich schon wieder. Ja, hier ist auch hier wirklich nur Steile. Hier so gar nicht Steile. Ja, wir gehen erstmal da lang, ne? Aber das ist Quatsch, ist das. Weil da, auch da kommen wir zu den Projektoren. Ich weiß wieder gar nicht, wo ich zuerst lang gehen soll. Vor lauter Verzweiflung. Das Fenster ging auf. Naja, aber wie ging das wieder zu? Und wo kommen wir hier hin? Da hat man mal ein Waschbecken heil gelassen. Mit der Arbeit ist das so auf Erden, sie kann ja leicht zum Laster werden. Du kennst die Blumen nicht, die duften, du kennst nur die Arbeit und Schuften. So gehen sie dahin, die schönen Jahre, bis endlich liegst du auf der Bahre. Und hinter dir, da grinst der Tod, kaputtgerabbelt, du Idiot. Habe ich das überhaupt eingeblendet? Übrigens, Tod und Bahre, das übernächste Ziel, also heute noch, ja, sehr gruselig. Philipp kommt da nicht mit. Deswegen fahre ich dort auch alleine hin. Philipp respektiert sowas und fährt dort nicht hin. Muss ich auch verstehen. Ach, hier ist sie. Hier ist die Lüftungsanlage. Hatte ich heute schon mal. Krass, wie groß, ne? Na gut, für den ganzen Saal. Ja, um es mal spannend zu machen, mal ein bisschen anzuteasern. Ich weiß ja nicht, wann welcher Film rauskommt. Entweder war ich da schon und ihr wisst, worum es geht. Aber es ist nicht sehr angenehm dort alleine. Mal gucken, ob ich es noch im Hellen schaffe oder ob es dann schon dunkel ist. Da haben schon viele einen Overnight gemacht. Also natürlich nicht alleine. Heftig, die Heizungsanlagen, die Lüftungsanlagen. Gut, Lüftzentrale, unbefugtes Betreten verboten. Ja, das hättet ihr andersrum schreiben müssen, kann ich ja nicht sehen, wenn ich von hier komme. Oder wollt ihr mich verarschen oder was? Spaß beiseite. Freunde! Ah, der Saal war schon mal sehr imposant, oder? Komm, ist doch modern. Hier machen wir Selfie-Modus. Boah. Komm, ihr sollt ja mitgucken, ne? Boah, hier tropft das auf meinen Kopf, Alter. So, sieht aus wie Toiletten hier. Aber kann ja nicht, hier sind wir an der Bühne, ne? Ach, hier war der Eingang, ich bin doch bescheuert, ey. Ja, hier ist die Bühne. Oh, Alter, geil, 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 geil. Abgerockt, aber er hat was. Muss ja mal ein Kulturhaus gewesen sein oder so, wa? Wie duster das ist, fragt ihr euch? So duster ist das. So, Toiletten. Ach, ja, so kannst du auch nicht AA machen gehen. Was soll da denn? Wer macht denn so einen Blödsinn? Hä? Naja, die Jugend von heute. Ah, der Lichtschalter ist auch sehr cool angebracht. In Türrahmen.
Ah, hier war die Küche. Ich weiß, ihr wollt zu den Projektoren, ne? Oh, guckt mal hier. Hier geht gar nichts mehr. Warum kommst du nicht mal hinten zur Tür hin? Weil, ich wollte gerade sagen, die Decke ist eingestürzt, ne? Hier haben sie einfach nur Schutt und Müll reingemacht. Oh, wenn ihr mal so nach oben guckt, ne? Mega. Hier ist das Horrorkino oder was? Ja, hier war die Küche. Schön. Sehr schön. Also Ironie. Hier findet man auch wirklich nichts, was ganz geblieben ist. Ne? Also es muss ja schon seit der Wende leer stehen, so zerrupp wie das Ganze ist hier. Guckt euch das mal an. Wo sind wir denn hier? Ah, ich denke mal, da war Garderobe. Ja, genau, jetzt haben wir es. Hier ist der Eingang, wie man ja auch sieht. Ne? Ah, von hier kann man rein. Nennen wir hier Garderobe. Garderobe. Dann stand hier der Jäger. Ne, hier stand er nicht, ausnahmsweise mal. Ach so, von hier sind wir gekommen. Genau. Ne, von hier sind wir nicht gekommen. Dann müsste da ja ein Tresen sein. Das ist ein extra Tresen. Wie weitläufig das hier auch ist. Da hinten sieht es horrortypisch aus. Hier ist schick. Naja, schick. Schick im Sinne von, ist noch ein bisschen Farbe dran. Aber die haben ja auch alles kurz und klein gehauen. Ne? Wieso macht man das? Das könnte so ein schöner Lost Place sein. Vor allen Dingen ist das so schön weitläufig und groß. Ne? Aber hier war mal eine Tanzfläche. Seht ihr das? Da ist ja wieder der leere Satz. Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Hier, guckt ja. Oh, ey, völlig behämmert. Ausgang. Oh, wir wollen zwar noch nicht im Aus. Doch, von hier bin ich doch gekommen. Bin ich total doof? Ey, jetzt bin ich verwirrt. Okay, alles klar. Ich entschuldige mich dafür. Das sieht aber so anders aus von der Seite. Von der anderen Seite. Oh, hier ist auch heftig, ey. Gut, ich wollte mit euch den Horrorgang da hinten lang gehen, aber dann nehmen wir jetzt die Abkürzung. Und wir gucken mal, ob wir zu den Projektoren jetzt kommen. Das ist der Kinosaal. Ja, hier sind wohl schon die ersten Teile, wa? Von den Projektoren. Na gut, haben wir mal die Abkürzung genommen. Hier hat man die Lüftungsanlage schon ausgebaut. Ich weiß nicht, was ist das denn? Blech, Alu oder was ist das? Bringt das was? Ist schon urig, ne? Ich habe auch vor zwei Plätzen noch Respekt, die ich noch vor mir habe. Aber ich will nicht so viel teasern. Ich will nicht so viel. Oha, das sieht doch schon mal interessant aus, ja. Notbeleuchtung. Oh. Ist auch auf Null, die kann doch nicht funktionieren. Das ist mal. Ja, das ist mal eine Powerbank, wa? Junge, Junge, Junge. Trotzdem braucht das Handy bestimmt hier 12 Stunden, um zu laden. Oh, hier war auch irgendwas mit Strom. Seht ihr das da oben? Natürlich seht ihr das. Jäger, stell doch nicht immer diese dämliche Frage. Ich bin echt gespannt auf den Vorführraum, ne? Ich bin wirklich gespannt. So, deutsche Küche. Jawohl! Täglich von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr. Oh, die hat noch mal lange auf, wa? Das ist schon ein bisschen creepy. Geht's zu den Projektoren hoch. Und wenn ihr euch fragt, wie dunkel das ist. Sieht cool aus, ne? So manchmal siehst du auch so Schatten da hinten und so. Reflexion natürlich nur mit Taschenlampe, aber ich bin irgendwie durch Spinnweben gelaufen, weil ich habe Spinnweben Haare. Das ist ja, macht ja gerade den Reiz aus, so vom Lost Place, finde ich. Das Adrenalin, ne? Hier sind noch Reste vom DDR-Boxschlitten.
Und wieso liegt hier Stroh? Kennt ihr den legendären Satz? Ey. Aber du kommst auch überall, ne? Wieder raus. Du kannst hier. Oh, siehst du, da war der Schatten eben. Weiß nicht, kann man den sehen? Habe ich mich erschrocken eben. Man kommt überall, man kann hier rumlaufen. Ich wäre immer schön, wenn da mal was im Schrank wäre oder so. Ist doch. Ist ausgelegt. Ist auch so ein typischer DDR-Schrank, ne? Oha! Heizanlage. Geil. Pfoh. Hier kann ich gar nicht an der Decke leuchten, das macht er hier gar nicht, weil hier oben alles voller Rohre ist. So. Heizung, Obergeschoss. Hier sind wir auf dem U-Boot. Brücke an Kommandant. Oh, das ist aber neu hier, ne? Hä? Das ist aber kurios. Das ist mit den verrosteten Schrauben niegelnagelneu. Hä? Ach, ist nicht euer Ernst. Das haben die hier neu verlegt? Das ergibt jetzt keinen Sinn für mich. Oder ist das irgendeine Sicherungsmaßnahme? Wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mal bitte gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Heizkessel, ne? Ich komme mit euch nicht zu den Projektoren, weil... weil ich mich hier verlaufe andauernd immer wieder. Ah, ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Alter, die Butze, die hat es hinter sich. Das kannst du nur noch einreißen hier. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich klatsche euch eine. Jetzt gehe ich hier zum zweiten Mal durch, oder was? Er hat auch null Orientierungssinn, der Bengel. Ja, da bin ich übrigens wieder. So, jetzt reicht mir das. Jetzt gehe ich hier hoch zu den Projektoren. Überall tropft das und macht das Geräusche. Was ist das hier? Achso. Los, kommt mit. Ich lag da noch eine Filmrolle. Ist das hier eine Filmrolle? Das sind Filmrollen, ne? Oder die Behälter davon. Sehe ich das richtig? Nee, er ist auch total behämmert in der Bühne. Das sind einfach... Junge, das sind einfach Tabletts, wo man Gläser hinstellt. Was ist denn mit Ihnen nicht in Ordnung hier? Großes Rex, 05, 4 D-Mark. Krass, hier noch D-Mark-Zeiten, ne? Also doch nicht hier nach der Wende. Ob wir es heute noch schaffen da hoch? Na, dann kommt. Gehen wir hoch da. Kommt einfach mal mit. Ist ja schon wieder hier. Moin. Nö, hab mich bloß verlaufen. Alles gut, alles gut. Hier diese Notbeleuchtung, ne? Hab ich auch noch nie gesehen auf dem Lost Place. Filmplakate. Karate Kid 3, die letzte Entscheidung. Oh, Karate Kid, geil. Guck mal, E.T. Der Außerirdische. Mega. James Bond 007, das war nicht so meins. License to Kill. Ey. Die alten Filmplakate, ne? Nein. Moment, Freunde. Soll ich euch schon zeigen, das Highlight? Ein Highlight habe ich schon gefunden. Na kommt, habt ihr euch verdient. Geil, oder? So, da geht's raus zum, könnt ihr gar nicht sehen, ne? Zum Saal. Und hier hat man gesteuert. Und das Geile ist hier, kann ich die Taschen aber jetzt mal so hinstellen? Hier ist noch eine Filmrolle. Kann man erkennen, was für ein Film das war? Das ist ja mal geil. Ich versuche mal rauszukriegen,
Welcher Film das ist, sondern Spiegelschrift, ne? Oder halte ich das nur verkehrt rum? Ja, Dusselirker. 44 Felder Bildtaste. Einkleben. Ach so. Ist ein Testfilm oder was ist das hier? Hat jemand Ahnung davon? Kann man jemand sagen, was das ist? Und hier kam der Film oder was? Nee. Aber das ist ja mal geil, ne? Diese Filmrolle hier. Aber das macht ja das. Wir legen es mal hier hin. Wisst ihr nämlich auch warum? Weil. Vorsicht, das ist geil. Also das ist mega. Weil. Oh, ich will euch mal die Technik zeigen. Nicht auf den Boden schmeißen hier, weil dann treten sie rauf und dann geht's kaputt. Das ist geil, ne? So. Die funktionieren noch. Oh, muss ich erstmal ein bisschen Anabolika einschmeißen, aber er hat es noch hingekriegt. Krass, Alter. Heftig. Ein aus, Garantieschein. Für was denn? Sorgfältig aufbewahren. Das haben sie sehr sorgfältig aufbewahrt, wa? EFT. Sorgfältig aufbewahren. Mikrokapsel. 11. Februar 1974. Unfassbar, Freunde. Ein Garantieschein. Februar 74. Auch mega. Krass, ey. Das hat was. Geil. Hier muss man so ein bisschen auf die Details achten. Ne? Die werden natürlich sicherlich schon viel rausgeklaut haben. So, hier ist Licht. Scheinwerfer, Oberlicht, Saalteil 1, Saalteil 2. Ein aus. Mehrfachbedienung. Ja, auch Hammer, ne? Das ist alles noch richtig schön Osten hier. Clubraum, Bibliothek, Vorstellung, Bilderwerke, Leiter, rechts, links, V1, V3. Mega, Freunde. Achso, waren da Mikrofon? Da waren Mikrofon und guck mal hier. Zack, und da hängt sogar noch ein Mikrofonanschluss. Da waren Mikrofone dran. Das ist mal geil. Das fetzt. Oh! Was ist so heftig, Freunde? Das kannst du dir nicht vorstellen. Hab ich noch nie gesehen. Alter. Nee. Ich werde. Guck mal, hier ist noch eine ganz alte Kiste oder was ist das? Ist das geil? Die Notlösung. Himmel unter den Füßen, Herznerven, Tor zum Himmel. Hier sind so eine Filmkarten, ne? Regie, genau. Einsatztermin 1983 und 1986 mit Heiner Lauterbach. Was war da mit Heiner Lauterbach? Produktion BRD. Sowas durfte man nicht spielen. Wie ist denn der Film? Männer. Kennt ihr den Film Männer mit Heiner Lauterbach? Das ist ja mal geil. Die ganzen. Ich brauche mal nichts Pixel, ne? Oh, hier auch wieder so ein Stück Film. Kann man erkennen, was das ist? Nee. Ey, aber Freunde. Warum beschmiert man sowas? Das ist Geschichte, Freunde. Das ist unfassbar. Ich verstehe, das macht mich schon wieder wütend, ne? Aber das ist so geil, ey. Alter Schwede, ist das geil. Und ich habe eine Kopflampe und setze sie nicht auf. Soll ich die erstmal rausholen? Nee, das reicht so, ne? Alter Schwede. Aber hier standen mehrere Projektoren. Das sind nur noch. Da geht sie nicht raus, auf die Leinwand. Ist das geil. Also, ich habe gewusst, was auf mich zukommt. Aber dass mich das so flasht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ganz ehrlich, hätte ich wirklich nicht gedacht. Dann diese Teile von den Filmrollen noch, ne? Wurden die so heiß, dass die Luft abgegeben haben nach außen? Also mussten mit Riesenluft. Echt, ist das ein geiles Bild. Ja, jetzt könnt ihr mich verteufeln. Fragt mich nicht.
Das ist ein Projektor, ne? Oder irgendwie sowas. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Unfassbar, ey. Hier wurde der Film eingefädelt. Aber wo wurde denn die Rolle reingelegt? Ach, hier oben. Ja. Ey, ist das Hammer. Das macht mich echt ein bisschen sprachlos, ne? Weil das so geil ist. So, Freunde, jetzt muss ich mal. Ich muss mal. Jetzt was machen, weil ich rausschneiden muss, weil ich kein Foto machen kann. Mache ich das vom Video aus her und stelle mir die Kamera hin einfach. Ich muss das jetzt mal rausschneiden und lass mal laufen und nehme das einfach auf. Das Licht noch ausleuchten. Ich schneide das eh raus. Hammer, ey. Das ist so geil. Hier noch die, jetzt bin ich total blind. Die Eintrittskarten, so kenne ich die auch noch. Was hat denn das gekostet? Ich kann gar nichts sehen, weil ich jetzt in die Dings geguckt habe. In die Lampe. Hierzu kann ich gar nichts sehen. Ich sehe nur Punkte. Auf, verlangen, vorzeigen, Abriss. Kann ich gar nicht sagen, was Kino gekostet hat. Hier, was ist das? Winden für Saalzug. VEB Filmtechnik Theater. Das ist doch unfassbar, oder? Einnahmeausgabe. Beleg. Sehr interessant. Oh, ich kann mich hier Stunden aufhalten, ne? Das ist ja genau meins. Na, hier, hast nichts gegessen? Hier waren die Filmrollen drin, sicherlich. Vermute ich mal ganz stark, dass hier die Filmrollen. Mein Licht flackert, ne? Ich brauche unbedingt eine neue Taschenlampe. Zum Film ist die nichts. Ich sehe immer noch Sterne, weil ich reingeguckt habe. Stammabschnitt, Auftragskarten. Hier ist noch ein Film. Moment. Regie. 1983. Die Maat, achso, wo filme ich denn hin? Die Maat, ich kann nichts sehen, weil ich in die Taschenlampe geguckt habe. Lichtbogenkohle. Lichtbogen, ich kann, Mensch, hätte ich bloß nicht, ich bloß nicht gemacht, ey. Aber ich brauch ein Foto. Und da der Philipp nicht dabei ist, ist alles schön Osten hier, ne? Krass. Mega. Der ganze Technikraum. Die haben es auch alles schon zerkloppt und rausgerupft. Ja, ihr seid Idioten, echt. Das ist so ein schöner Platz. Das ist so ein schöner Platz. Warum macht man sowas? Aber die Projektoren sind heftig, ey. Geil. Genießt es doch mal. Weil jetzt geht's weiter. Und das ist ein ganz altes Ding, wa? Miopta. Also kein Deutsch. Was ist denn das? Meopton. Made in Tschechien. Was ist ein Meopton? Muss ich mal googeln nachher. Aber es muss auch irgendwie eine Art Projektor gewesen sein, ne? Das ist noch ein ganz altes Ding, ne? Ja, das ist noch ein ganz altes Ding. Das ist noch eine ganz alte Kiste. Hammer. Ey, das muss ins Museum, Freunde. Krass, ey. Da steht hier mal. Ich möchte mal gerne wissen, wie es jetzt so im modernen Kino ist. Oh, hier. Da ist es. Hä, wie hat meine Dame telefoniert? Dieses Flackern an der Lampe macht mich wahnsinnig, ne? Oh, dieser Schimmel hier auch. Ihr wisst gar nicht, wie leicht der Telefonhörer ist. Hier ist ein Lautsprecher, den kann man noch laut und leise drehen. Also, das hat mich ganz schön geflasht, eben dieser Anblick. Mega. Gut. Ja, ich glaube, das war auch das Highlight jetzt. Geil. Flimmert, ne? Falschen Modus an? Nee. Doch, natürlich, schon wieder.
So, fürs Titelbild, fürs Thumbnail. Nee, da müssen wir ein bisschen so machen, ne? Ja, geile Scheiße. So, wir gehen nochmal in Höhe. Ach so, wo ging es denn hier wieder? Hier. Er ist auch verwirrt, der Bengel. Mal gucken, was oben noch ist. Aber das war mega, Freunde. So, das war ich glaube. Ja, ist doch gut. Guck mal hier, dass man sowas hier noch findet, ne? Alles zerkloppen sie, ne? Schön, aber das ist auch so ein Regal gewesen mit den Filmrollen. Ach, hier wird zu sein. Gehe ich ganz fest von aus. Lüftzentrale 3. Lüftezentrale 3. Nö. Sogar auf. Ja, aber alles Abluft. Gut, ihr Lieben, machen wir die Abmoderation? Mega, ey. Krasse Scheiße. Schon vieles gesehen, ne? Aber es gibt immer wieder Sachen, wo ich sage, achso, ich muss hier rein. Mega. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieser kleine, aber feine Film gefallen. Das ehemalige DDR-Kino, leider schon viel kaputt gehauen, aber hier Highlight, die beiden Projektoren, ein paar Filmrollen, ein paar Filme sogar noch gefunden oder einen fetzen Film. Hier liegt schon wieder was, sehe ich gerade, aber das ist blank, das ist weiß. Ja, liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Plays. Macht's gut, ciao, ciao, bye, bye, euer Jirka. Ja, was ich gerade hier noch beim Rausgehen jetzt, ich habe schon Abmoderation gemacht, gesehen habe, das schneide ich mal zwischendurch rein. Ich gehe hier so lang, das habe ich noch gar nicht hier so erkannt, als das, was das ist, ne? Aber wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr, was das mal war. Es war mal ein Flügel, ein sogenanntes Klavier, ein kleiner Flügel. Da sind die Saiten und es ist traurig. Warum? Warum muss man das alles kaputt kloppen? Das könnte so ein schöner Lost Place noch sein, ne? Es ist so ein interessantes Ding mit den Filmprojektoren, mit der Geschichte dahinter. Da, genau, da oben sind ja die Filmprojektoren gewesen. Das hat mich richtig geflasht. Ja, zerkloppt man hier das Klavier, leider. Unfassbar. Ja, Idioten wirst du immer haben. So, noch was Interessantes gesehen. Hier im Hintergrund befindet sich das alte DDR-Kino. Ja, ich suche mein Lost Place Auto, ne? Und da vergammelt es. So in der Art wäre schon nicht schlecht. Natürlich Fenster noch hinten drin, ne? Aber warum nicht mal so ein Lost Place Auto? Da kommt jetzt jemand. Gut. Jetzt werde ich bestimmt angesprochen. Ja, es ist schade drum, dass die hier alle so vergammeln. Ne, quatsch ich nicht voll. Ne. Gut, wieder mit dem Hund. Alles klar, Freunde. Einfach nur schade drum hier. Okay, so. Ich warte ja noch, dass was kommt, aber es kommt nichts. Mich wundert ihr, dass das hier alles so verlassen ist und so. Aber er scheint ja auch nicht dazu zu gehören. Sonst würde ihn das interessieren, wie ich hier stehe und gucke einfach. Er dreht sich nicht mal um. Wohnt hier jemand drin? Das müssen wir nochmal untersuchen, Freunde. Das meine ich ja immer mit einfach mal weiter gucken. Weil das gehört ja noch mit zum Gelände, ne? Aber hier steht ein Auto, es ist angemeldet, aber es ist auch schon ewig. Krass. Mal gucken, bis wann das TÜV hat. Ich blende das gleich ein. Bis 12:21 nur. Hier brennt Licht. Kann ich mal zeigen. Der steht schon ein bisschen länger hier. Ah. Das ist eine Firma hier noch. Da stehen noch Aktenordner drin. So,
Könnte nochmal das Gigantische. Aber kann auch sein, dass die Firma verlassen ist. Ne? Ja, weiß man aber nicht. Interessant, ey. Das Gebäude juckt mich jetzt auch, muss ich sagen. Aber wir lassen das mal lieber, ne? Weil die Autos sehen alle alt aus, ey. Aber schöne Autos, da so ein Golf. Genau das, was ich brauche. Schon einen halben Platten. Den silbernen, wo man nochmal drin pennen kann. So, er ist da drüben. Bei dem Gebäude. Und ich verstehe nicht, warum er mich nicht angequatscht hat. Sonst sind die Nachbarn doch immer so. Ach, hier wohnt aber einer, ne? Da ist eine Sattanlage und Alarmanlage. Ja gut, okay, Freunde. Das Ding juckt mich jetzt wirklich. Die ganzen Autos hier so verlassen. Der Bus. Der Tourbus. So, der Typ kommt wieder zurück. Wir wollen mal nichts provozieren, ne? Wir haben schöne Aufnahmen gemacht. Das nochmal kurz mit reingeschnitten jetzt.